Und dann können wir mal loslegen. Ich hör auf. Ich mach nur wieder Blödsinn hier. So. Gut, das sind wir mal letztes Mal schon hier rauf eigentlich. Also es müsste jetzt keine Sequenz hier mehr hier geben. In Form von Exposition. Und so weiter. Ja, stimmt. Gut, die, ich weiß nicht, ne, es waren hier keine Lichtgeister, das wäre jetzt gelogen. Was waren das stattdessen? Stattdessen waren das, Weiße? Ja, Weiße waren es, glaube ich. Die haben gesagt, hey, der Schattenspiegel ist jetzt zersprungen in 4 Teile. Wir müssen den jetzt suchen. Das sind einmal in der Eiswüste, einmal in der Luft, hoch im Himmel. War das dritte Teil im Schattenreich? I don't know. Würde für mich auch keinen Sinn ergeben. Ah nee, ich glaube im Wald. Also da rufe ich mal hier. Oh, das wollte ich nicht. Midna. Ja, die Spiegelscherben befinden sich auf eisigen Gipfeln, in einem heiligen Hain und irgendwo in den Wolken. So war's. Also wäre eigentlich das Beste, wenn man also eisigen Gipfeln oder in den Wolken nachschauen. So, sammle diese Scherben und füge den Schattenspiegel zu einer ursprünglichen Form zusammen. Ja, gut. Was wir jetzt als erstes machen, weiß ich nicht so recht. Also, nein, das wollte ich nicht, Ah. So, warpen wollte ich. Ey. Die Frage ist, was machen wir jetzt als erstes? Ich würde ja gern sagen, dass wir hier Fironwald gehen. Oder müssen wir nebenquestmäßig was machen? Ich würde sagen, gehen wir vielleicht zu Kakariko. Ja, schauen wir auf jeden Fall da mal vorbei. Weil ich erwarte, dass wir in Kakariko Informationen bekommen. Information. Etwas, das, wo halt gesagt wird, ja, okay, wir hauen Düsen ab. Tschüss. So, was ein paar Meter ausmachen. So, wo ist denn überhaupt jemand hier in der Nähe, der mich sehen könnte? Weil, mitten hat sich gerade beschwert. Ey, das sind Leute. Oh. Du? Haha. So, er geht mir nimmer auf den Sack. So, was ist mit dir hier? Wer bist du? Samsala, Damsala, Bamsala, Ramsala. Hey! Mir war schon lange klar, dass du hierher kommen würdest. Du hast doch bestimmt gesehen, dass in Hyliastadt eine von meinen kleinen Schwierigkeiten ist. Wir wollen dir irgendwie helfen, aber solange diese Brücke nicht repariert ist. Beim Marumarkt wird gerade eine Sammlung für die Reparatur der Brücke durchgeführt. Wenn du helfen willst, mach doch auch eine kleine Spende. Jo, könnte ich machen. Mein Geldbeutel ist voll. Zu dieser Zeit haben wir doch gar nicht offen. Was bildest du dir eigentlich ein? Nur weil du ein Kunde bist? Ja, das hört sich nach Marumarkt an. Kunde ist König, aber auch nur so lange, wie er bezahlen kann. Oder es dem Besitzer recht ist. So. Schauen wir mal hier rein. Oh Gott. Ilya! Oh, Theron. Entschuldige, dass ich dir solche Mühen bereitet habe. Colin und die anderen haben mir alles über dich erzählt, Theron. Du bist freundlich und mutig. Du treibst die Tiere auf der Weide im Dorf zusammen. Deshalb bist du so geschickt auf dem Pferd. Das Pferd, das du da reitest, heißt Epona, nicht wahr? Epona! Was für ein schöner Name. Naja, sie kann sich noch nicht ganz erinnern. Das ist schade. Oh, Theron. Ich dachte, Ilya würde etwas abwechselnd guttun, deshalb habe ich sie gebeten, ins Heiligtum zu kommen. Ich dachte, ein paar neue Eindrücke könnten vielleicht dazu beitragen, dass es sich an irgendetwas erinnert. Theron, überstürze bitte nichts, sondern beobachte sie aufmerksam.
Naja, ich würde gerne sagen, am nächsten Morgen schauen wir mal mit Epona vorbei und sagen, guten Tag. Oder wir. Also das Pferd sagt es halt. Wir zeigen es nur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können auch beim Bombodrom mal vorbeischauen. Da gibt's neue. Oh. So. Klein blöden Viecher. Hm? Was ist das? Hotel Eld Inn. Einzelzimmer 100 Rubine, inklusive Frühstück. Freieintritt in der Naturtherme. Yay! Was ist mit dir? Ah, der nette Menschenmann. Kauf doch etwas. Ich habe viele Dinge vom Berg mitgebracht. Ganz andere, als es in diesen hiesigen Läden gibt. Schau doch mal. Lampenöl, rotes Elixier, blaues Elixier. Aber ne. Tut mir leid, nix für mich. So, schauen wir noch mal im Bombodron. Eigentlich müsste ich echt bei Tag wiederkommen. Bombodron. Spannung, Spiel und boom. Ach, du bist es. Meine Bombenrepertoire ist endlich vollständig. Na dann, hier siehst du Burns besten Bomben. Also normale Bombe, Wasserbombe, Bombenkäfer. Süßer Käfer, der herumläuft und explodiert. Wahrscheinlich deswegen... Ach nee, das... Das ist eigentlich genauso teuer wie die... Ah, naja, relativ. Die Bomben sind hier am billigsten und die sind genauso teuer wie die. Weil das anders sind 5 und das sind der... Weil wir die mal gebrauchen können eigentlich. Ah, ja. Ja, ich sollte eigentlich bei Tag mal wiederkommen. Bei Tag. Das heißt... Ich verlasse die Ortschaft hier wieder. Gehen wir auf die Hylia-Steppe. Mal schauen. So. Epona, du bist hier. Das ist schön, schön. Schick, schick. So. Da sind wir mal draußen. Wird jetzt irgendwie langweilig, weil mir jetzt so schnell nichts passieren. Ich habe jetzt echt keinen Plan gerade auch wohin. Teron, wo bist du? Der Postman ist hier. Hey! Hallo, Teron! Ich hab Post für dich. Hier steht auch der Absender. Burns, sagt dir das etwas? Ja, bei dem war ich gerade. Du bist spät dran. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Mr. Fitness Postman. Gut, dann schaue ich mal... Ups, wieder der falsche Button. Schaue ich mal in den Briefkasten. Briefe... So, hier, eine echte Seltenheit. Wie läuft's denn immer so mit deinen Abenteuern? Kommen meine Bomben auch regelmäßig zum Einsatz? Ich habe ein paar fantastische neue Bomben im Angebot. Komm doch mal wieder im Laden vorbei. Jo gut, die haben wir jetzt schon kennengelernt. Da wusste ich nicht so recht, was ich mit denen anfangen sollte. Bestimmt brauche ich die später im Abenteuer, aber jetzt. So. Oh Gott. So, absteigen. Sprengen wir die Bude mal in die Luft. Davon ist auch eine Truhe. Hey, super Rubine. Es gibt nur ein Problem. Ich hab schon mein Geldbeutel voll. Okay, bam. Nehmen wir stattdessen das hier. Kann ich mich hier hochhangeln? Ach man, wieso funktionierst du nicht? Das ist böse. Ja, muss ich so machen. Gibt es irgendwo, wo ich mich raufhangeln kann? Okay. Das wird jetzt irgendwie interessant. Was bist du denn für ein Vogel hier? Irgendwie komisch. Ansonsten, ich glaube, eine okkulte Kunst muss ich hier mir noch suchen.
Jo, Mond bewegt sich langsam. Ah, Mann, das Ganze geht mir viel zu langsam wieder. Also hier hoffe ich, oder hätte ich gehofft, dass man wieder so eine Art Lied lernt, wie bei den anderen Zeldas, wo man halt mal hier Nachtphase überspringen kann. Und die umzureiten macht jetzt auch nur begrenzt Spaß. Ja, ich attackiere dich wieder. Ach, verfehlt. Oh. Nein, du erwischt mich nicht, blöder Vogel. Oh Gott. Ah, verdammt. So. Oh Gott. Also im Reiten bin ich echt schlecht, das muss ich erstmal zugeben. Hey, was denn hier? Komm, blöder Vogel. Hol ich mal wieder Bomben. Sind ja nur noch zwei, die ich habe. Schauen wir mal hier rein. Vielleicht können wir was Interessantes entdecken. Yay. Eine Höhle. Höhlen sind schön. Kann man erkunden. Ui. Da brauche ich jetzt mal eine Lampe. Lampe, Lampe, Lampe. So. Fangen wir mal das ganze Zeug hier ab. Noch mehr abfackeln. Macht Spaß. So. Elf mit dir. Elf mit dir. Ich glaube, ich habe noch Lammöl dabei. Also Reserve auf jeden Fall vorhanden. So. Und du jetzt auch weg. Weiter abfackeln. Au. Interessant. Wir finden super viele Spinnennetze. Aber keine Spinnen. So, der ist auch weg. Ach ja, können wir auch mal anmachen. Da haben wir ein Licht. Böse Ratten. Oh, sind schon tot. Pfeile! Ja, da hab ich genug. Noch mehr Ratten. Oh. Pflanzen, Gegner, Teile. Oh, da ist an der Decke. Ja, du bist nur an der Decke. Ledermaus. Oh, naja, ich glaube, die heißt eigentlich anders, aber trotzdem. Ach, jetzt haben wir mal eine Spinne. Und tot bist du. Ja, ich weiß, das Lampenöl geht zu niedrig, aber ich habe ja Reserve. Immer mit Ruhe. Ach nö, oder? Ich meine, gut, ich freue mich über Rubingeschenke, aber der Geldbeutel ist schon voll. Das ist irgendwie sinnfrei gerade. So. Sparen wir uns doch noch kurz mal auf. Ach, Gott. So, so, weglegen. Da haben wir die nächste Spinne. So. Okay, gut. Jetzt ist Schluss. Fee, Lampenöl. Wie mache ich das am besten? Hä? Ah, so, ganz einfach. Link macht nichts Dummes, wie zum Beispiel Lampenöl verschütten. Okay. Hallo, geh. Oh, achso, ich habe die Flaschen betätigt. Mein Fehler. Yay, Truhe. Hoffentlich ist jetzt was Gutes drin, wie zum Beispiel ein Herzteil. Ich mag Herzteile. Wer nicht? Danke, liebes Spiel. Jetzt muss ich noch zwei finden und ich habe einen neuen Herzcontainer. Das ist supi. Ja, da kann ich mich mehr trauen, wie zum Beispiel eine Reaktion starten. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ist gut, mein Freund. Oh, das war dumm. Okay, jetzt muss ich zum Wolf werden. Das ist ein Geist und den kann ich nur sehen, wenn ich meine Wolfssinne anmache. Komm her, Herr Geist. So, Fangstoß. Und bam. Noch eine neue Seele. Yay. Dann will ich jetzt mal aus Neugier mal schauen. Ausrüstungsbildschirm. Wie viele Seelen habe ich? 12. Warte mal, wie viel haben wir nochmal gebraucht für den einen Mann? 20. Ja, da bin ich auf einem guten Weg.
dann bin ich auf einem guten Weg. So, können wir wieder als Wolfling noch rumlaufen. So, da kommen wir wieder zu der Abzweigung. Müssen wir da runter. Ja, da haben wir noch eine Abzweigung nicht angeschaut. Die können wir jetzt nämlich in Angriff nehmen. Nämlich die hier. Au! Als Wolfling lässt sich... Nein, ich hau jetzt ab. Na gut, da haben, brauchen wir Lampen. Wie geht? Komisches Zeug. Okay. Ab hier müssen wir wieder zum Mensch werden. Bleibt uns nichts anderes übrig. Weil so kommen wir nicht durch. So, Spinne! Okay. Spinne auch da. Ein paar Herzen. Da ist ein wieder Rubine drin, ich wette es. Oh, ein Stempel. Yay, ist auch cool. Das Einzige, was mir da beim Stempel nachhängt, ich habe den Waldtempel vergessen. Kann ich da nochmal hinkommen? Stör mich nicht, Pflanze, du nervst. Also laut Karte habe ich jetzt alle jede Abzweigung auch erwischt. Dann können wir jetzt eigentlich wieder raus. Ist zwar immer noch Nacht, aber hey, ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Ist immerhin auch was. Gut, wie gesagt, ist Nacht, aber ist nichts weiter. Ach Gott. Oh, eigentlich können wir jetzt mal Bomben kaufen. Da oben haben wir jetzt wieder irgendwas. Epona ist super. Okay, da kann man uns hinhangeln. Oh, ist ein Herzteil oben? Ja! Oh, 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 oh. Nein, Link, du gehst jetzt wieder nach oben. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt hier einen doppelläufigen Enterhaken. Ja. Da kann man so einiges anstellen. Es wird nebenbei wieder Tag, das finde ich supi. Aber da haben wir jetzt nicht die Ausrüstung dafür. Noch nicht, leider. Yay, offiziell Tag. Das finde ich super, weil jetzt kann ich wieder zurück zum Maruma. Oh. Hat hier jemand eine Schlechtwetterfront bestellt? Also ich weiß es nicht. Möchte ich nur mal festhalten. So. Wegtrammeln, übertrammeln, vertrammeln. So. Ab nach Kakariko wieder. So, spenden wir mal für eine Brücke. Vielleicht hilft es weiter, um in einen Tempel zu kommen. Ich weiß es nicht. Ich rate einfach mal. So. Ich will jetzt eigentlich wieder. Kann man runterspringen? Ach man. So, Marumak, ich komme, du kleines Halsabschneider-Baby. Ah, hier. Willkommen im Marumarkt. Die Leute sagen, einer der Läden in Hyrule-Stadt betreibt Wucher und die Bewohner leiden darunter. Aber um den Bewohnern in ihrer Not zu helfen, haben wir das Team vom Marumarkt einen Rettungsplan erstellt. Nun, zunächst müssen wir die zerstörte Brücke im Ostteil der Stadt zur Ebene reparieren, um den Transport sicherzustellen. Und dann werden wir den Laden in Hyrule-Stadt kaufen und die Waren billiger anbieten. Aber wir haben ein Problem. Unser Kapital für die Eröffnung des neuen Ladens reicht leider nicht ganz aus. Leiste auch du deinen Beitrag zum Unterstützungsfonds für den Laden in Hyrule-Stadt. Ist doch für die armen Leute dort. Ja, würde ich gern. Für die Reparatur der Brücke zur Sicherung der Lieferung nach Hyrule-Stadt brauchen wir nur noch 1000 Rupine. Und ich habe die Hälfte. Fuck. Willst du deinen Beitrag zum Unterstützungsfonds leisten, damit wir auch in Hyrule-Stadt günstige Waren anbieten können? Ja, natürlich. Ich gebe euch nur 500. Für die Reparatur der... brauchen wir nur 500.
Da ist ein Holzschild dabei. Holzschild brauche ich weniger.